Herzlich willkommen zu einem, naja, sagen wir mal so, es ist ein neues Projekt. Das hier wird kein reguläres Let's Play. Das wird nur ein einziges Video. Wie lange es geht, kann ich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall geht es darum, ich möchte dieses Spiel mal gerne testen. Und zwar ist es quasi der Nachfolger von, viele von euch kennt's, Medieval Dynasty. Und ja, es hat auf Steam, wenn man danach geht, übelst schlechte Bewertung. Jede Menge Kram. Das hat mich doch dann schon neugierig gemacht. Ich würde schon gerne mal ausprobieren, was daran denn so schlecht sein soll. Weil an sich finde ich das Setting quasi im Wilden Westen schon ganz interessant. Es geht jetzt nicht darum, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil es oft mit Red Temptation verglichen wird. Hat eigentlich außer dem Setting gar nichts damit zu tun, wenn man ganz genau nimmt. Aber es geht halt darum, du sollst quasi eine funktionierende Siedlung, eine Wirtschaft wie in Medieval Dynasty aufbauen, bloß halt im Wilden Westen. Ja, gut. Ich habe das Spiel einmal kurz angetestet, oder besser gesagt, wollte es kurz antesten, weit kam ich nicht. Das Spiel hat doch schon noch so einige Probleme. Gut, es ist Early Access, das ist natürlich noch nicht fertig, das Spiel steckt noch mitten in der Entwicklung, aber es wirkt stellenweise schon, aber das werdet ihr gleich selber sehen, als ist es gerade erst vor 10 Minuten zusammengewerkelt worden und nichts davon getestet worden, wollte ich sagen. Es ist schon teilweise echt grausam. Anfing das alleine schon hier mit den Einstellungen. Erstens kann man hier so gut wie nichts einstellen. Ich habe die Grafik runtergedreht, soweit es ging. Das hat einen guten Grund, das werdet ihr im Spiel sehen. Ich weiß nicht warum, sobald man die Grafik auch nur ein Dickchen hört, ruckelt das wie Hulle. Das Problem haben laut Steam aber auch sehr, sehr viele. Ich weiß nicht warum, obwohl die Grafik wirklich mehr als veraltet ist hier im Spiel. Verstehe ich nicht so ganz. Und ansonsten hat man hier aber auch nicht wirklich viele Einstellungen. Das Spiel schafft es nicht, die deutsche Sprache zu merken. Jedes Mal, wenn man es neu startet, ist das Spiel wieder auf Englisch. Ich weiß nicht, warum. Und ansonsten, ja, die Steuerung, da sage ich erstmal nichts zu. Das merkt man auch im Spiel. Das ist jetzt kein Kritikpunkt, aber die war ja auch schon im Medieval Dynasty eine Katastrophe. Fangen wir zusammen an, gucken uns das erstmal an. Ich versuche das nach einer Art Punktesystem zu machen, von 1 bis 10. Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Starten wir erstmal gemeinsam ein neues Spiel, damit wir auch von Anfang an sehen, was da überhaupt Sache ist. A story about the Wild West. I can tell you a story. A mom and her kid, they were on their way back home. Their real home, out here, not the fine big New York City. Hadn't hurt a fly in their life. Well, the kid hadn't. They were attacked by outlaws, out of nowhere. Ran the horses to no avail. The mom was picking a gun. 'Cause hell she was. Defended her cub like a bear. But it helped them nothing. Nothing at all. That's your Wild West. If you want a better ending, make your own. Alles klar, gut, dass das Intro jetzt noch keine deutsche Sprachausgabe hat oder zumindest keine deutschen Untertitel, werde ich jetzt nicht mit die Bewertung einfließen lassen. Wie gesagt, das ist eine Early Access, das kommt garantiert noch. Das ist für mich jetzt kein Kritikpunkt, ist auch nicht so schlimm. So, und hier haben wir das Problem, wir haben die Grafik auf ganz low und das fängt bei Bewegung schon echt leicht an zu ruckeln, obwohl die Grafik wirklich alles andere als schön ist. Fakt ist, wir wurden überfallen, zusammen mit unserer Mutti waren wir unterwegs, auf dem Weg nach Big New City und sind jetzt verletzt, wie es aussieht und sollen ja erstmal mit Mutti reden oder erstmal Mutti finden, besser gesagt. Hier liegt Mutti. Alex Claw. Mutti sprechen. Gut, die Namen sind auch noch nicht so ganz übersetzt. Mother, ja, sprechen wir erstmal mit Mother. Gut, Dakota. Ach, Dakota sind wahrscheinlich wir. Mama, Mama, kannst du mich hören? Ah, da bist du. Du bist am Leben. Das ist gut. Wie fühlst du dich? Mein Kopf tut weh. Und meinen Ellenbogen.
und ich wurde angeschossen. Ja, aber du stehst noch. Es wird dir sicher bald besser gehen. Ich zeige dir ein paar Pflanzen und... Was ist mit dir? Mama, sie haben dich getroffen. Du blutest. Keine Sorge, Kurzer. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Nur ein bisschen Blut. Es sind nur meine Beine. Die. Ich kann sie nicht bewegen. Das ist schlimm genug. Ich hole Hilfe. Nein, wir sind viel zu weit von Hope entfernt. Und es wird schon dunkel. Du musst einen Unterschlupf finden. Hancocks Höhle ist nicht weit. Ich lasse dich nicht zurück. Ich kann nicht mitkommen. Meine Beine. Ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Heb deine Mutter auf. Eve, ja gut, da geht's mir schon los hier eben, okay? So. Laut Kompass da lang, dann gehen wir auch da lang. Ist klar. Wie gesagt, das ist schon wie Middle Dynasty, ist wie dieselbe, aber ich weiß nicht. Middle Dynasty war damals nach frühen Alpha wesentlich flüssiger und besser. Ah, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich werde dem Spiel ganz unvorhergenommen alles ausprobieren, alles testen, zumindest soweit es geht. So, lege deine Mutter ab, auch F. Und dann werden wir ja sehen, ob die ganze Kritik berechtigt ist oder auch nicht. Wie gesagt, nach der Steam-Kritik kann man eigentlich nicht mehr gehen. Da wird auch eine Menge Dünnpfiff erzählt. Aber manchmal stimmt es auch. Das möchte ich gerne selber ausprobieren. Natürlich mit euch zusammen. So, jetzt sollen wir mit Mutti wieder sprechen. Dann gucken wir mal. Gut gemacht, Kurzer. Wir sollten hier sicher sein. Mama, deine Wunde blutet wieder. Wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Zuerst nimmst du das hier, die Besitzurkunde zu unserem Land. Und? Was ist das? Sicherlich hat doch mein geliebter Kurzer schon von Daggeris neueste Erfindung gehört. Die Daggeritophie? Oder was soll das heißen? Die Daggeritophie, alles klar. Aber die wurde doch erst vor kurzem erfunden. Es gibt hier einen Tüftler, der... Aber dafür jetzt keine Zeit. Wichtig sind die Leute, die hier abgebildet sind. Wer ist das? Wir. Lassen mich dir zeigen. Das bin ich. Das Kleine auf meinem Arm bist du. Hier ist dein Vater. Und er steht neben Roger. Roger? Ein Freund. Er hat versucht zwischen uns und deinen Geschwistern zu vermitteln. Deinem Bruder und deiner Schwester sind hier rechts. Ich habe einen Bruder und eine Schwester? Mama, warum hast du mir nie gesagt? Wir haben uns entfremdet, könnte man sagen. Deine Schwester, naja, sie hat ihren eigenen Kopf. Das ist gut und schlecht. Dein Bruder dagegen. Ich wollte nicht, dass du wie er wirst. Ich erzähl dir alles. Aber zuerst musst du die Stöcke und Steine sammeln und ein Feuer machen. Ein Feuer, um deine Verletzung zu behandeln? Nein, mein Schatz, du erinnerst dich nicht, aber es wird hier nachts ganz schrecklich kalt. So kalt. Alles klar. Aus Stöcken und Steinen kannst du ein Lagerfeuer herstellen. Es schützt gegen die Kälte und erlaubt es dir, eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Um ein Lagerfeuer herzustellen, drücke I. Um es zu platzieren, drücke B. Ja, gut, die Steuerung kritisiere ich jetzt auch nicht mehr, weil, wie ich schon sagte, die war sogar in Medieval schon eine Katastrophe. Das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Für was sollen wir jetzt erstmal 10 Stöcker sammeln und 7 Steine. Gut, hier haben wir schon mal einen Stein. Stöcke und Steine erlauben es dir, die ersten einfachen Werkzeuge und ein Lagerfeuer herzustellen. Um ein Werkzeug herzustellen, drücke I. Ja. Und hier, was ist das? Eine Lampe, okay. Das wäre für mich persönlich schon der erste kleine Kritikpunkt, jetzt nicht so wichtig, aber man sieht es wirklich sehr, sehr schlecht. Zudem ruckelt es wirklich, also man kriegt extreme FPS-Einbrüche. Ich finde, man sollte vielleicht, aber vielleicht kommt das noch, wie gesagt, Early Access, so eine Art Markierung einbauen. Oder zumindest, wenn man mit dem Mausfall drüber geht, hier kommen wir gar nicht rein. Dass die Stöcke aufleuchten oder so, so eine Art Marker.
Ja, wir haben auf jeden Fall 6 Stöcker und 3 Steine. Da ist noch ein Stock. Stein. Aus Stein haben wir genug. Hier liegt noch ein Stock. Sehr schön. Stelle ein Lagerfeuer her. Jo, das machen wir. Wir wollen ja nicht, dass Mutti friert. Lagerfeuer haben wir hier. Duster. Du musst dich beeilen kurz, das wird immer kälter. Ja, wir sind dabei, Mutti. Wir sind dabei. So, stell auf. Bitte. Anzünden. Dafür brauche ich jetzt auch nochmal 5 Stöcker. Okay. Haben wir hier noch irgendwo Stöcker? Nee, ne? Ist das ein Stock? Jo. Wir haben 2. Okay. Das ist natürlich nicht ausreichend. Und wir frieren uns hier gerade, gelinde gesagt, den Allerwertesten ab. Und vor allen Dingen, wenn es dunkel wird, dann geht die FPS, ich weiß nicht warum, das Spiel ist noch völlig unoptimiert, richtig in den Keller. Das ist schon übel. Da ist noch, vor allem sieht man so gut wie gar nichts. Echt nichts. Das wären Dreustücke. Haben wir hier vielleicht noch einen Stock raus oder so? Nee, ne? Ist deine Big Bush? Okay, jetzt haben wir genug Stücke. Das ist sehr schön. Dann zünd mal an das gute Stück. Ah, so, mit Mutti reden, alles klar. Gut gemacht, Kurzer, sehr gut. Es ist Zeit zum Ausruhen. Du siehst erschöpft aus. Schlaf. Ich glaube, du hast recht. Mir ist etwas schwindelig. Morgen stehen wir aber ganz früh auf und schaffen dich zu einem Arzt. Versprochen. Natürlich, Kurzer, das machen wir. Morgen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin, wo ich sein will. Das ist meine Höhle, mein kleines Geheimnis. Geheimnis? Nix, nix, mein Schatz. Schlaf schön und hab keine Angst. Von nix, nix hier draußen. Nein, das ist ein Zuhause. Ich weiß, alles wird gut, wenn nur... She never finished those words. They were her last. She died that night, in her most favorite place of all. I know she didn't want to. I know she fought. She would never have left you like this, in a foreign world, in such danger. Devastated after you tried so hard. But sometimes, we have no choice. I always hated funerals. Wasn't the reason why I didn't attend this one. Only learned about it later. I should have been there. Been there for a child who lost a mom, a past, a future. Should have protected you. Should have. Too many should haves. Rest in peace, Phoebe. I promise. No more missed opportunities. Ja, wie schon zu erwarten war, hat Mutti die Nacht nicht überlebt. Jetzt sind wir alleine und müssen gucken, dass wir irgendwie Hilfe finden. Finde den Einödhof, ist unsere Aufgabe. In wahrscheinlich hier durch auf jeden Fall nicht. Mal googeln. Ich weiß auch nicht, in Medieval Dynasty war das so, wie gesagt, so weit kam ich gar nicht beim ersten Anspielen. Konnten wir nicht unbegrenzter Material hier mitnehmen, weil wir ziemlich schnell überladen waren. Ich lasse es jetzt erstmal stehen. Hier ist auf jeden Fall unser Wagen, bei dem wir überfallen wurden. Hier ist wohl gar nichts mehr. Ich glaube, hier bin ich komplett verkehrt. Oder? Gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen durch hier lang, oder? Oh, ja, das ist... Okay, da ging gerade die Sonne auf. Ich muss gerade den Weg kurz ein bisschen auskundschaften. Irgendwo müssen wir hier lang. Hier, ne? Hier. Jo. Ich sag ja, performancemäßig ist das Spiel wirklich noch... Ja, wie soll man das sagen? Das ist selbst für eine Early Access zu viel. Eine Early Access ist ja eher klar noch nicht fertig. Es fehlen noch viele Inhalte. Es ist noch nicht alles übersetzt, kann ich alles verstehen. Es ist schließlich noch in Entwicklung. Aber performancemäßig sollte es zumindest spielbar sein. Nicht perfekt, aber zumindest spielbar.
Und das ist schon übelst. Das ist wirklich übelst. Gut, auf jeden Fall ist das hier der Hof, den wir wo finden sollen. Er sieht, hat auch schon bessere Tage erlebt. Die. So, finde den Einödhof. Den haben wir gefunden. Da ist auch schon jemand. Sprich mit dem Farmer. Jo. Da guckt er. Sir, guter Herr. Bitte können Sie mir helfen. Keine Zeit für Geschäfte. Ich bin selbst geschäftig. Meine Mutter und ich, wir wurden von Outlaws angegriffen. Sie haben sie getötet und mich für die Geier zurückgelassen. Tut mir leid, wenn es denn wahr ist. Möglich. Passiert hier, weißt du? Vor allem, weil das nächste Fort weit weg ist und der Sheriff korrupt. Damit habe ich nichts zu schaffen. Danke, Sir. Aber ich bin verletzt. Ich sterbe. Oder? Bitte, ich bin doch kein Haustier. Es geht um mein Leben. Ah, wir sagen lieber mal danke, ich bin verletzt. Ich sterbe. Für eine Leiche bist du verdammt laut, wenn du mich fragst. Und viel zu nervtötend auch noch. Siehst du nicht, dass ich hier sehe? Nicht wirklich. Die hohe Kunst der Agrikultur hat sich mir bisher verschlossen. Wenn du meine Bücher aber nicht gänzlich falsch lagen, braucht man zum Sehen doch Saatgut, oder? Sicher, letzte Woche habe ich gepflügt, das Unkraut rausgerissen und jetzt werde ich diese Scheiße. Was? Ich muss die Samen drinnen auf dem Tisch vergessen haben. Weißt du was? Lauf ins Haus und bring sie mir her. Dann können wir reden. Alles klar. Er ist überfordert, reinzulaufen und sich seine Samen zu holen. Den machen das wir natürlich. Dankeschön. Ich so, genau deswegen habe ich die Grafik gerade, was ich eigentlich nie bei einem Spiel mache, komplett auf... Können wir da reingucken? Berries, alles klar, euer Cracker. Es ist halt auch noch nicht so komplett auf Deutsch übersetzt, ne? Obwohl es auf Steam auf Deutsch angegeben wird. Dann sollte zumindest das Wichtigste auf Deutsch sein, ne? Aber gut. Sieht's die Robin wie? Wo ist denn der Goodie? Ich glaube, die Sachen in der Kiste sind aber auch seine Sachen. Die sollten wir nicht mopsen. Ja, nur bleib doch mal stehen, Mensch. Ihre Samen, sie waren dort, wo sie gesagt haben. Nebenbei, was soll daraus wachsen? Na, Hafer, was schon? Der Prärieboden ist für Gras gemacht, also wächst Getreide ziemlich gut. Könnte Weizen für Brot und Gerste, für Bier anbauen. Aber Hafer ist hier draußen Grundnahrungsmittel. Bringt mir die Hacke da drüben. Jetzt will er auch noch eine Hacke. So laut Kompass sind wir so durchlang. Ist doch die hier? Ne, das ist eine Missfolge, ne? Damit könnten wir ihn auch Beine unterm Hintern machen, aber... Gucken wir erstmal. Hacke, Hocke. Also laut Kompass muss das hier sein. Da, ne? Da. Schwere Hacke. Mit einer Hacke kannst du ein Feld anlegen. Nachdem du die Größe des Feldes gewählt hast, kannst du die Hacke benutzen, um den Boden vorzubereiten. Danach siehst du, bringst Dünger aus und bewässerst das Feld. Wenn all das getan ist, musst du nur noch bis zum Jahreswechsel warten. Und wie durch ein Wunder werden deine Feldfrüchte bereit zur Ernte sein. Also immer beim Jahreswechsel, alles klar? So, Ed, den komm mal her. Wird auch Zeit, lass mich kurz etwas Erde verteilen. Und vorsichtig platt drücken. Und schon fertig. Können Sie mir jetzt helfen? Helfen? Ich habe gesagt, wir können reden. Bringen wir es hinter uns. Ich bin Ed Hancock. Das ist mein Hof. Ich kann Fremde nicht leiden. Und ich habe viel Arbeit. Hancock? Wie in Hancocks Höhle? Yeah, nach meiner Großmutter Amelie Hancock, große Entdeckerin. Eine der wenigen Frauen, die alleine hier rausgekommen sind. Abgesehen von den Verheirateten, die ihren Männern gefolgt sind. Und den Huren, klar. Und deine Großmutter war? Nix davon. Ich sagte doch, sie war Entdeckerin. Aber wenn sie nicht verheiratet war, wie konnte sie dann Kinder und danach Enkelkinder haben? Willst du mich verkackeiern? Warte, ich glaub's ja nicht. Du meinst das ernst?
Wie alt bist du noch? Alt genug. Yeah, sicher. Lass mich raten. Eine vollkommen behütete Stadtgöre. Gut, schauen wir uns deinen Arm an. Ist es sehr schlimm? Werde ich sterben? Ganz sicher sogar, aber nicht heute. Die Kugel hat dir die Haut aufgerissen, ein Fetzen Fleisch mitgenommen, aber nichts Ernstes. Nur wenn sich das entzündet, wird's ungemütlich. Zum Glück wachsen hier überall Agaven. Agaven? Wieso ist das Glück? Weil sie eine der vielseitigsten Pflanzen des Kontinents ist. Um es kurz zu machen, die Agave diente schon den Azteken als Speise, Trank, Kleidung und Schreibmaterial. Und auch heutzutage ist sie noch verdammt wichtig. Vor allem für dich. Ihr Saft verhindert nämlich Infektionen. Geh und sammel welche. Das werde ich. Alles ist klar. Und jetzt sind wir das, was ich meinte mit der Nacht. Ich weiß nicht warum. Nass ist das hier so übel. Die Frames brechen so ein. Ich glaube, wir können hier schlafen gehen. Mal kurz abwarten. Damit wir zumindest wieder Tag kriegen. Das ist echt. Es ist unspielbar nass. Ich weiß nicht, ob alle das Problem haben, aber es haben zumindest viele. Das habe ich gelesen. Und das hat auch irgendwie anscheinend nichts mit den Grafikeinstellungen zu tun. Das ist schon irgendwie komisch. Auf jeden Fall sollen wir da oben Agravin sammeln. Das werden wir machen. Kommen wir hier rüber? Jo. Und jetzt ist mir wieder Tag. Jetzt geht es zumindest einigermaßen. Ich meine, die FPS sind immer noch ziemlich im Keller, aber es geht. So, Agravin, den kommt immer her, meine netten Agravin. Aber abgesehen davon, die Performance, ja, die muss ich wirklich bemängeln. Die muss ich sehr, sehr doll bemängeln. Das ist selbst für eine Early Access zu viel, wie ich schon sagte. Aber ansonsten habe ich bis jetzt noch nicht großartig Bugs entdeckt. Aber abwarten, wir sind ja noch nicht fertig. Das sind die Agraven. Ja, nimm ein paar mehr mit, sicher ist sicher. Du hast noch eine. So, jetzt aber erstmal zurück, damit wir behandelt werden. Sprich mit Ed. Dem guten Ed. Ich meine, die Hose sitzt auch ein bisschen unter dem Hintern, ne? Aber gut, Hauptsache hat eine an. Hauptsache er hat eine an. So, mein Freund, da sind wir wieder. Dort sind wir wieder. Hallo? Ah, sehr schön. Keine Sorge, falls du zu viele hast, kannst du sie in der Siedlung nördlich von hier verkaufen. Jetzt lass mich dir zeigen, wie man sie anwendet. Ah, viel besser, oder? Jetzt brauchst du nur noch eine Mütze Schlaf. Du weißt bestimmt längst, dass es hier draußen arschkalt wird. Ja, das wissen wir. Ja, weiß ich. Am besten ist immer ein Bett. Vielleicht hast du irgendwann sogar ein schickes Haus und das passende Bett dazu. Bis dahin musst du wohl mieten. Du hast doch Geld, oder? Wir hatten unser Erspartes dabei, aber ich fürchte, die Banditen haben alles mitgenommen. Das werden sie wohl. Pass auf, ich kann dir ein freies Bett in meinem Haus anbieten, wenn du mir dafür hier auf dem Hof zur Hand gehst und nichts ausgefallen ist. Das ist sehr großzügig, aber ich habe keine Erfahrung mit der Landwirtschaft. Oder? Danke für das Angebot, aber ich muss demjenigen finden, der diese Banditen auf uns gehetzt hat und ihn dafür bezahlen lassen. Nee, das ist doch schon wieder Rache. Ich mag Rache überhaupt nicht. Egal welches Spiel oder Film, Rache-Stories sind einfach furchtbar. Wir nehmen das hier. Aber ich habe keine Erfahrung mit der Landwirtschaft. Ich sagte nichts, ausgefallen ist. Und ich meinte nicht das Bett. Auch wenn das stimmen würde. Aber darum geht's nicht. Ich meine, ein trainierter Affe könnte diese Aufgabe erledigen. Du könntest es also hinbekommen. Mich ehrt dein Vertrauen. Und ich werde davon absehen, auf Bäume zu klettern und mit Kacke nach dir zu werfen. Was? Ja, gut. Lass uns mal so stehen, ne? Dann geh rein, ruh dich aus und morgen sehen wir uns wieder. In Ordnung, nochmal, vielen Dank. So, Quest complete. Bring it die Sormen. Jetzt sollen wir ins Bett gehen, wir sind mitten am Tag, Mensch. Naja, gut. Wir werden natürlich auch das Bausystem und so ausprobieren.
Wie ich am Anfang sagte, das wird kein Let's Play. Wir werden hier so viel wie möglich austesten, wie geht. Das ist einfach nur ein Testvideo. Auch mit anderen daran liegt. Ich möchte gerne was Neues ausprobieren auf meinem Kanal. Und zwar, es gibt mittlerweile so viele Spiele auf der Liste, die ich gerne antesten würde. Ich komme gar nicht mehr hinterher, alles als Let's Play zu machen. Ist einfach nicht möglich. Das machen wir einige Spiele einfach mal als Test zum Angezockt, zum Anspielen, zum Angucken. Und dann halt das Nächste. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. So, waren wir jetzt schlafen oder waren wir jetzt nicht schlafen? Sieht fast aus. Sehe ich irgendwo, welchen Tag wir haben? Okay, Hose, ja, Steinstock, Agave, das haben wir eins decken, alles klar. Level 0, Alter 20, Dakota West heißen wir. Okay, Management, da kommen bestimmt gleich die Gebäude und sowas. Dynastie haben wir natürlich noch nicht, Technologie auch nicht. Journal, hier kann man nochmal die Quests nachgucken, sehr schön. Verringert den Haltbarkeitsverlust in Spitzhacken, alles klar. Ausrüstung, ja, das waren wir. Ausdauer, Gesundheit, Hunger, Durst, Vergiftung. Geld haben wir 23, Reputation 0. Alles klar. Was ist so ein stattlicher Bursche hier? So, wir sollen nochmal mit Ed reden. Den machen wir auch. Ed, guten Morgen. Du siehst heute Morgen schon viel besser aus. Weniger sterbend, wenigstens. Ich fühle mich deutlich besser. Vielen Dank nochmal. Also, was kann ich für dich tun? Reiß die Scheune ab. Was? Wie bitte? Du hast mir schon richtig gehört. Das Ding war mal ein Stall. Und ich habe eigentlich gar keine Tiere dafür. Klar, ich werde einen Schuppen für meine Ente brauchen müssen. Aber die Scheune ist nicht mehr zu retten. Reiß sie ab und bau was Neues. Verstehst du? Ich verstehe, was du meinst. Aber ich bin kein Schreiner. Ich auch nicht. Aber ich habe das alles hier gebaut. Den Hof, die Zäune, das Klohäuschen, die Scheune. Gebaut für die Ewigkeiten, was? Mach dich nicht lustig, Greenhorn. Das ist schwerer, als du glaubst. Wirst schon sehen. Erstmal habe ich keine Werkzeuge. Finde sie wenigstens. Oder finde sie wenigstens... Was steht da mit... Erstmal habe ich keine Werkzeuge. Finde sie wenigstens nicht mehr. Was ist denn das für eine Übersetzung? Finde sie wenigstens nicht mehr. Was? Also musst du dir selbst welche machen. Okay. Sehe ich aus wie ein Schmied? Er wie ein Bücherwurm. Ein ganz dürrer, vertrockneter. Macht aber nichts. Ich zeige dir, wie es gemacht wird. Alles klar, stille und Hammer her. Jo, haben wir dafür denn überhaupt genug Holz? Warte mal, Werkzeug ist bestimmt hier? Jo. Wir bräuchten dafür einen Stock, einen Stein. Wir haben 14 und 9. Alles klar? Ein Hammer ist ein einfaches Werkzeug. Mit einem Hammer kannst du Gebäude reparieren und bauen. Um einen Hammer herzustellen, musst du zuerst einen Stock und einen Stein finden. Dann öffne einfach dein Menü und wähle Werkzeuge aus. Und Hammer, vergiss nicht, ihn auch auszurüsten. Das kannst du tun, indem du ihn in einer Schnelltaste in deinem Inventar zuwachst. Alles klar, Inventar ist ja das. Jo, hier ist der Hammer. Dann brauchen wir den mal auf die Ohren, wa? Bitte. So. Stelle ohne Axt her. Auch noch? Okay. Du hast wohl die der? Haben wir auch die Materialien. Sehr schön. Eine Axt ist ein einfaches Werkzeug, mit dem man Bäume fällen oder Gebäude zerstören kann. Du brauchst Stöcke und einen Stein, um sie herzustellen. Wie du zuvor mit dem Hammer getan hast, vergiss nicht, die Axt auch auszurüsten, um umgestürzte Bäume in Holzstämme zu zerhacken. Alles klar. Jo, dann legen wir die Axt wohl mal auf die 2, wa? Erstmal zumindest. Das ist ja genau wie in Medieval. Sprich mit Ed. Den machen wir nochmal. Ed, zeig mir, was du hast. Hier, meine Werkzeuge. Auf dem Hammer bin ich besonders stolz. Etwas behelfsmäßig wie der Hammer vom alten Grabtor. Aber wird reichen. Dann pack dir mal deine Axt und hau die Scheune klein. Verstanden. Wird gemacht, Sir. Das für die Scheune, wa? Jo.
Laut Anzeige, ja, nehm die Orks in die Hand und zimmer da mal rein. Was? Dann hab ich meine Angst drauf, die ganze Scheune ist weg. Wo sind denn die Bretter und der Schutt und... Okay, da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Animation einbauen. Aber wie gesagt, das ist alles auch noch kein Kritikpunkt. Bis jetzt immer noch die Performance, der Rest geht ja. Ist ja noch Early Access, das darf man nicht vergessen bei dem Spiel. Das darf man wirklich nicht vergessen. Es ist ja noch am Anfang der Entwicklung. So, sprechen wir noch mal mit Ed. Deine Scheune ist Geschichte. Dabei konnte ich allerdings ein paar Bretter retten, die man vielleicht noch verwenden konnte. Damit habe ich fest gerechnet. Aber bevor es weitergeht, musst du noch etwas anderes lernen. Das wäre... Trinken. Ich muss das Trinken lernen. Ich bin ja auch kein erwachsener Mann, der in seinem Leben noch nie was getrunken hat. Ja, ja? Komm schon, ich bin nicht so grün hinter den Ohren. Mit meinen Freunden in New York habe ich schon so manches Bier geleert, in meinem Leben Gin gegeben und sogar Wein von. Ha! Du könntest dir gerade nicht mal den Schwarzgebrannten vom Whisky Andy leisten. Das Trinken meine ich auch nicht. Nur Wasser hält dich lebendig da draußen, weißt du? Oh. Yeah, sag Stadtgöre, wie fühlst du dich nach dem bisschen Arbeit? Beflügelt, beflügelt. Bloß Performance sagt nein. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich habe Durst. Mein Mund ist trocken, die Zunge klebt mir fast fest. Das ist das erste Anzeichen. Als nächstes wird dir schwindelig. Dann fängst du an, Dinge zu sehen. Und ein paar Stunden später bist du tot. Das ist nicht New York hier. Die Sonne und die trockene Luft können dich ganz schnell fertig machen. Das Problem ist nur, Wasser ist knapp und sauberes noch knapper. Wie komme ich dann an Wasser? Du hast Glück. Ich habe einen Brunnen. Und bei der Siedlung gibt's noch einen. Geh rein und hol dir die alte Feldflasche, die auf dem Tisch liegt. Gehört dir. Füllen musst du sie selbst. Mache ich. Aber wäre es nicht besser, wenn jedes Haus mit Hilfe von Rohren und einem Hahn jederzeit mit frischem Wasser versorgt werden würde? Ich glaube nicht, dass sie hier Wasserleitung haben, aber gut. Ha, und was als nächstes? Fliegende Kutschen ohne Pferde? Jetzt mach hin und füll die Feldflasche. Dann deinen Magen, bevor du mir hier umkippst. Yo, 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 yo. Finde die leere Feldflasche, die deine, yo. Geh zu Ed's Brunnen. Ed's Brunnen, der ist hier. Alles klar? So, Feldflasche. Geh nicht. Trink. Wie soll ich denn die voll machen? Trinke aus Feldflasche Tab oder interagiere mit dem Brunnen. Haben wir die denn hier schon aufgefüllt? Ich weiß es nicht. Irgendwo, nehmen wir Feldflasche, wir müssen wahrscheinlich erst ausrüsten, ne? Feldflasche Feuer, wir haben die anscheinend schon aufgefüllt. Ich pack die mal, eine 87 Waffen sehe ich gerade. Dann packe ich die mal auf die 6. Wenn das geht. Du sollst nicht die Axt auf die 6 packen, Mensch, die Ochs sollen auf die 2. So. Die geht anscheinend nicht. Gut. Aber wie soll ich denn trinken? Kann man die ja nicht raufziehen oder so? Nee, ne? Also geht offensichtlich nicht. Die Feldflasche voll. Essen, fallen lassen. Alles klar. Haben wir die denn noch oder ist sie jetzt weg? Wir haben sie noch. Sie ist bloß leer. Wir haben getrunken. Sehr schön. Können wir den jetzt auch wieder auffüllen? Ja, sehr schön. Ja, man muss erstmal rausfinden, wie es gedacht ist, ne? Wir sollen wieder mit Ed reden. Wo ist er denn? Ed, da. Besser? Besser. Viel besser. Von jetzt an werde ich darauf achten, immer genug Wasser dabei zu haben. Machen wir weiter? Hast du es nicht auch? Wenn sich eine Klapperschlange an deinem Bein hochwindet
oder der Wind das Papier wegweht, während du gerade so richtig eins abseilst? Was? Ah, okay, gut, wir sind hier mitten in der Prärie. Hier sitzt man draußen auf dem Donnerballen. Da kann der Wind schon mal das Papier wegwehen, ja? Wie bitte? Erwischt, Kleiner, erwischt. Aber im Ernst, ich will, dass du mein Klohäuschen reparierst. Besser als es sauber machen zu müssen, kann ich dir versprechen. Oh, ja gut, das ist wahrscheinlich so voll, dass es besser ist, es abzureißen und neu zu bauen. Muss ich mir Riechsalz in einem Tuch unter die Nase binden, um das zu überleben? Das klingt nach der nächsten Gelegenheit, das Bewusstsein zu verlieren oder mutig dorthin vorzudringen, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist, außer dir. Oh, ja, das ist gut. Keine Panik, du kannst das alles von draußen erledigen. Benutze deinen Hammer und die Bretter von der Scheune. Ich werde es versuchen. Ja. Okay, noch nie ein Mensch zuvor gewesen auf dem Pott. Und ob wir es überleben, ist eine andere Frage. Das muss da vorne sein. Gucken wir mal. Also, wie gesagt, ich kann bis jetzt mich nicht beklagen, was die Performance, was sonst das Spiel betrifft. Und die Performance ist wirklich, ja. Was ist denn das Clou? Das hier? Das ist doch nicht der Donnerbalken, oder? Offensichtlich aber schon. Nimm die Hammer in die Hand. Jo. Gut. Wie machen wir das Ganze jetzt? Sprich mit Ed, finde das Klohäuschen, repariere Eds Klohäuschen mit einem Hammer. Wahrscheinlich müssen wir auf Wild gehen. Production, City, okay, das sind die Minen und sowas. Warhaus, nö. Restklick geht auch nicht. Oh. Muss eigentlich auch gesagt werden. Einfach linke Maustaste gedrückt halten. Das ist sehr schön. Oh. Sprich mit Ed. Alles klar. Ja, nimm noch mal den Hammerweg, Mensch. Kommen wir da rein? Nö. Ich weiß, das ist alles Hammerhort hier, du. So, komm mal her, mein Freund. Gute Arbeit. Siehst du, es ist nicht so schwer, einfache Holzgebäude wieder in Stand zu setzen. Du kannst auch ganz neu bauen, wenn du genug Materialien und Geduld hast. Wer braucht schon einen Schreiner? Der Gestank, der Horror, meine Lebensaufgabe. Es gibt dich nicht wie eine feine britische Lady. Du hast ganz ordentliche Arbeit geleistet. Du weißt, wann man trinken sollte. Also lass uns über das Essen nachdenken. Ernsthaft, jetzt? Mein Appetit hat nach dieser Aufgabe massiv nachgelassen. Das glaube ich. Und deine Kraft wird ihm folgen, wenn du nichts isst. Wenn du hier draußen überleben willst, musst du essen. Sicher, du kannst dir im Saloon was kaufen, in einem Gasthaus oder von Händlern. Aber was machst du, wenn du in der Wildnis unterwegs bist, ganz allein? Genug Proviant einpacken? Ja, das wohl auch. Aber das meine ich nicht. Schau, ich kann hier mein eigenes Essen anbauen. Aber es geht auch anders. Es gibt essbare Pflanzen hier draußen, aber die meisten von uns Pionieren gehen jagen oder fischen. Benutze Fallen, Basiswissen, weißt du? Verstanden. Also willst du, dass ich auf die Jagd gehe? Soll ich einen Bären ausspüren und dir seine Leber bringen? Nein, du sollst. Was redest du da von Unfug? Ich habe in der Bibliothek ein paar Geschichten über Jäger und Trapper im Westen und weiter im Norden gelesen. Da ging es um Bärenleber teilen und deren Stärke in sich aufnehmen. Ha, Geschichten, Bücher, Schriftsteller. Wenn du mich fragst, ist jeder, der versucht, damit sein Geld zu verdienen, ein Idiot oder ein Träumer. Nein, was du brauchst, ist anständige Arbeit. Du hast dich bisher gut geschlagen. Vielleicht kannst du deine Reparaturfähigkeiten in Taxation anbieten. Es wird immer jemanden geben, der bereit ist, dich für gute Arbeit zu bezahlen. Aber für den Moment, geh einfach ins Haus. Ich habe eine kleine Mahlzeit für dich gekocht. Oh, danke. Okay, er hat für mich geköchelt. Ich hoffe, das ist nicht wie sein Klo.
Also, vermutlich... Ah doch, da. Schöneren? Der Duft des Lebens. Sprich mit Ed. Ich meine, klar, wir sind noch im Tutorial. Aber wir werden schon sehen. Nee, wir werden schon sehen. Bis jetzt, das Tutorial funktioniert zumindest. Bis auf die Performance. Was als nächstes? Vor allem, der ist 60, der Gute. Der ist 60. Ich habe nachgedacht. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Wegen deiner Mom. Du hast sie in der Höhle meiner Großmutter begraben. Und ich glaube, das hätte sie so gewollt. Also geh bitte und bring ihr ein paar Blumen von mir. Hier, du weißt wo. Das ist sehr nett von dir. Danke, das werde ich. Ja. Werd jetzt bloß nicht rührselig, sonst hab ich nix. Schau dich ein bisschen um. Schau in Taxation vorbei. Die nächste Siedlung hier. Lern die Leute kennen. Komm später wieder, in Ordnung? Jo. Während ich bei der Höhle bin, könnte ich bei unserem Wagen nachsehen, ob die Banditen nicht doch etwas übersehen haben. Gute Idee. Selbst wenn sie alles Wertvolle haben mitgehen lassen. Ein paar gute Bretter solltest du noch finden. Nimm deine Werkzeuge mit und denk ans Wasser. Und wenn du Agaven sammelst, bring sie zu Karren in Taxation. Sie bezahlt ganz anständig dafür. Alles klar, die schönen Pflanzen können wir verkaufen, damit können wir unser erstes Geld verdienen. Wir sollen aber erstmal zur Höhle, unser Werkzeug haben wir ja dabei, vielleicht finden wir da ja noch was. Man weiß ja nie. Dann gehen wir da erstmal wieder hoch. Ist ja ein kleines Stückchen. Und dann sollen wir auch in die Siedlung, das heißt, jetzt dürfen wir uns erstmalig auch mal ein bisschen umgucken. Sehe ich irgendwo die Uhrzeit? Ich meine, das da oben ist wahrscheinlich die Jahreszeit. Boah, ehrlich gesagt will ich hier nicht wegen der Performance-Problemen im Dunkeln. Weil das heißt, bevor wir jetzt dahin marschieren, gehe ich einmal schlafen. Weil sonst haben wir Ruckelpartie vom Feinsten. Ich glaube aber auch nicht, dass diese Performance-Probleme mit ein, zwei Updates behoben sind. Das wird wohl noch etwas dauern. Aber wir gehen trotzdem einmal schlafen. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal kurz googeln. Sehen wir das hier? Ja, Gesundheit, Hunger, Durst. Hunger ist übelst. Durst geht. Unsere Feldflasche ist auch voll. Wir haben aber noch ein bisschen Meat dabei. Zumindest einen. Können wir den essen? Jo, Hunger ist erledigt. Können wir ihn vielleicht noch was mopsen? Naja, gut, Brot vielleicht, ne? Cracker vielleicht auch, rohe Eier? Ich weiß ja nicht. Das ist sehr schön. Hat er gar nicht mitgekriegt, denn marschieren wir jetzt dahin, würde ich sagen. Da oben. Dann sind wir erstmal gut versorgt. Gehe zum Grab deiner Mutter, das kriegen wir schon hin. Aber wie gesagt, bis jetzt, es ist halt Eliuxis, kann ich außer einem gewissen Punkt, den muss ich jetzt nicht tausendmal erwähnen, obwohl eigentlich schon wieder ruckelt, nicht wirklich was, wie kommen wir da eigentlich wieder hin? Kritisieren. Ansonsten hat bis jetzt alles funktioniert. Klar, es fehlt bestimmt noch viel Inhalt, das ist ein anderer Hof, ne? Ja. Ne, das ist hier hinterher, ja, aber wie komme ich da jetzt hin? Hier durch? Ne? Ich meine, ich probiere es mal. Hier muss es irgendwo einen Weg hochgeben, das hat so doch keinen Zweck. Ich will mir jetzt auch nicht die Knochen brechen hier. Aber ich glaube hier definitiv nicht. Wir sind doch ganz in der Nähe des Hofs da. Vom Berg runtergekommen. Muss ja mal kurz ein kleines Stück zurück. So sehen wir zumindest ein bisschen die Landschaft. Wir wissen, dass da noch ein kleiner Hof ist. Da kommen wir schon noch hin. Ausdauer hat er echt wie ein Freizeit-Cowboy. So, da ist der Hof. Jojo. Wir sind irgendwie da oben lang. Also muss es hier irgendwo lang gehen. Bin da jetzt der Kartenmarkierung gefolgt und die hat mich wohl in die Irre geführt. Wahrscheinlich geht es mir hier lang. Aber wir sind ja von hier oben gekommen.
So, da ist der Volt wieder, dann müssen wir hier weiterkommen, ne? Mensch, Junge, du und ohne Ausdauer, du. Das ist ja furchtbar. Ja, ja, aber hier sind wir richtig, das ist sehr schön. Vor allem eine Höhle, ne? Das ist eine alte Mine. Kann ich die Tür vielleicht aufhauen? Ich meine, wir können es ja mal testen, ne? Dann kommen wir vielleicht durch. Haben wir vielleicht eine Abkürzung? Ja. Oh, was ist denn hier? Anemo? Hat der sich hier eingeschlossen oder was? Zumindest hat er seinen Hut noch. Oh, ja, gut, ja. Ein relativ sicherer Rückzugsort zum Schlafen für alle, die genug vom kalten Nachthimmel haben. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Stone. Alles klar, nehmen wir alles mit. Ich hoffe nur... Gewicht... Ja gut, wir können 75 Kilo tragen. Auch wenn er so schmächtig aussieht, er hat Kraft, wie es aussieht. Cowboy-Hut? Den können wir dann bestimmt anziehen, oder? Nicht wirklich, ne? Tragen doch. Siehste mal. Dann klonen das Geheimversteck. Sieh mal an. Gut, aber wir müssen hier lang. Kleine Geheimnisse gibt es also auch, die man entdecken muss. Da ist das Grab. Sehr schön. Interorgien. Die Blümchen hinlegen. Was ist das denn? Kleine Topfblume. Okay. Ich hab gedacht, da stellt ihr Stick Blumen drauf. Okay, wir sollen den Wagen zerlegen mit der Axt. Unseren guten Wagen, mit dem wir einen Unfall hatten. Alles klar, den nehmen die Orks in die Hand. Die hatten wir in der Hand. Den hauen wir rauf. Glückwunsch, du hast dein erstes Rezept gefunden. Benutze Tab, um dein Inventar zu öffnen. Finde das Buch und benutze es. Mit rechten Mausbutton, um zu lernen, was es dir beibringen kann. Durst dich nach mehr Wissen? Bücher wie dieses kannst du überall in der Welt finden. Sie dir verdienen oder sie kaufen. Halte die Augen offen. Okay, da können wir glaube ich auch nicht mehr rausholen. Nö, steht ja zerstört. Gut, wo ist denn das schöne Buch? Zeug mal her. Dort da? Jo. Haben wir es jetzt gelernt? Read. Sehr schön. Was haben wir jetzt gelernt? Ich habe keine Ahnung. Ach, die Spitzhacke, die Spitzhacke. Das ist ein Träumchen. Und ein Messer. Okay. So, besuche Karren in Taxation. Jetzt müssen wir hier erstmal vom Berg wieder runter, oder? Die Frage ist nur, muss ich da runter oder hier runter? Das ist eine gute Frage. Jetzt soll ich in die Richtung, du. Lass mal erstmal hier runter. Sonst brechen wir uns noch die Haxen, wenn ich da runterspringen. Ja, 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 Performance, Performance. Wir wissen es mittlerweile. Die gute Performance, da hoffe ich wirklich, dass da in Zukunft noch ein bisschen dran gearbeitet wird. Aber da ist Wild West Dynasty ja nun nicht das einzige Spiel, was da so Probleme hat, ne? Das kennen wir ja schon. So, den Hof haben wir vorhin schon gesehen. Da möchte ich eigentlich gerne mal gucken. Auch wenn wir da nicht hin sollen. Hier leben auf jeden Fall Leute. Kiddies, Kiddies, leben hier auch Erwachsene? Ja. Miss Hut. Na, Miss Hut, guten Tag, kann ich helfen? War, du hast mich zu Tode erschreckt. Helfen? Ich will Ihnen nichts Böses. Was machen Sie hier? Ich spiele Verstecken mit den Kindern, auf die ich aufpassen soll. Und jetzt verstecken sie sich und ich kann sie nicht finden. Würdest du mir helfen? Bist du blind? Die sind gleich neben dem Haus. Ja, ich helfe Ihnen gerne, Miss. Ja, machen wir mal. Ich bin die neue Lehrerin hier. Ich kümmere mich um die Kinder von Taxen und die von Hope, sobald der Durchgang nach Hope wieder offen ist. Sehr gut. Ich danke dir. Die Kinder hören auf den Namen Chuck,
Damon und Abby. Bitte bringen sie hierher zurück. Okay, zwei habe ich gesehen, das müssen drei sein. Hier ist die erste. Das sind nicht die Kinder hier, ne? Das sind andere Kinder. Meine Quest sagt aber nur nach Taxen. Wenn das nicht die Kinder sind, welche Kinder sind das denn? Das ist auf jeden Fall einer von denen. Na, nun, Junge, sag mal, das ist ein Zaunmann, du bist ein Cabo. Echt jetzt? Okay. Okay, das wäre schon mal Schack. Ah, ich hab dich gefunden. Hey, du bist gar nicht Mesut. Nein, bin ich nicht. Sie hat mich angeheuert, damit ich ihr helfe, das Kopfgeld für dich einzusammeln. Folge mir. Uff, bitte verschone mich. Kann ich dich bestechen? Sicher? Manchmal verkauft der Generalstore wirklich leckere Kekse. Du solltest mal eine Dose davon holen. Interessant. Jetzt komm. Alles klar. Boah, das ist einer von den Kindern, aber... Wo sind die anderen? Hier ist eines ihrer verlorenen Kinder, Miss. Vielen Dank. Miss Hood, ich hätte gerne einen Keks. Ich weiß. Oh, wo sind die anderen Kinder? Vielleicht im Haus? Komme ich da rein? Man kann es ja mal ausprobieren, ne? Nein. Ich meine, ich habe ja noch ein Kind hier gesehen, aber die geht nicht. Die hat auch kein Zeichen im Kopf oder so. Ah. Der Junge ist überfordert mit einem normalen Bretterzaun, echt. Dort wäre der Nächste. Das ist Damon. Wen haben wir denn da? Miss Hood sieht ja plötzlich ganz anders aus. Wer bist du? Bist du ein Verbrecher? Nein, mein Name ist Dakota. Miss Hood, deine Lehrerin, hat mich gebeten, dich zu finden. Miss Hood ist gar keine Lehrerin. Sie ist eine wirklich schlimme Verbrecherin. Keiner weiß es, aber ich schon. Aho, damals zurück zu Miss Hood, junger Herr. Nur wenn du mir sagen kannst, was das ist. Was? Ein Baum? Eine Lerche? Was? Ein Baum? Du passt. Okay, was? So, muss ich ihn jetzt auch wieder zurückbringen? Ja, okay. Nun, echt, der ist überfordert mit den kleinsten Holzbrettern, der Gudi. Hier ist eines ihrer Kinder. Danke. Miss Hood, dein Freund hier scheint dich zu mögen. Alle Verbrecher mögen einander. Was? Damon, sei nicht so frech. Ich gehe besser. Okay, aber es fehlt immer noch einer. Ich meine, die Kühe sehen besser aus als die Menschen hier, wenn ich mir mal so die Grafik angucke. Big Bush. Gib ein paar Stöcker, aber wir haben viel zu viele Stöcker. Aber nichtsdestotrotz, ist das vielleicht jetzt die Kleine, dass die erst zum Schluss kommt? Kann das sein? Ja. Okay. Abby. Aha, gefunden. Ich, du bist nicht Miss Hood. Nein, aber ich bin in ihrem Auftrag hier. Du sollst zu ihr zurückkommen. Du siehst blass aus, aber es gibt noch seltsamere Dinge hier. Man kann sie einsammeln und der Zirkus hat Interesse dran. Blass? Seltsame Dinge? Was für ein Zirkus? Keine Zeit für Erklärung. Jemand hat kürzlich einen wertvollen Schatz verloren. Wirst schon sehen. Gehen wir? Gut. Alles klar. Hier. Nimm doch ein Kindchen ab. Hier ist eines ihrer Kinder. Das Seltsamste. Mit viel Fantasie. Wenn jemand an deine Tür klopft, mach nicht auf. Wie ich sagte. Sie haben wahrscheinlich recht. Danke, dass du mir alle Kinder zurückgebracht hast. Leider habe ich gerade nichts bei mir, das ich dir dafür geben könnte. Aber besuch mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Pass auf dich auf. Wir sehen uns dort. Ja, wir werden sie besuchen. Wir müssen trotzdem weiter. Und zwar... jetzt zeichnen wir das nicht mehr an, oder was? So wie veralbern? So, einfach in diese Richtung.
Da, jetzt zeige ich das wieder an. Okay. Hier geht's lang. Wir sollen ja nach Taxen. Das ist hier irgendwo hinter den Bergen. Kommen wir hier vielleicht rum? Ja, hier ist ein Weg. Sehr schön. Ach ja, seine Freizeit-Cowboy-Ausdauer. Alles klar. Gut. Oh, bis jetzt, das hat aber was, ne? Ich meine, gut, das ist alles nur ein Tutorial. Wir haben da nichts selber gebaut und gar nichts, aber bis jetzt? Können wir die einsammeln? Nein. Performance sollte man vielleicht lieber besser nicht erwähnen, aber ansonsten läuft doch bis jetzt alles fehlerfrei. Hinter die Mucke. Hab ich mich gerade erschrocken, Mensch. Okay, das hier ist Taxiton. Alter, wieso ist denn die Mucke auf einmal so laut? So, mit wem sollen wir hier reden? Mit mehreren Leuten? Alter, die Mucke! Hey, Pinkel! Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich muss gleich die Musik mal leider stellen. Das konnte ich ja nicht wissen. Entschuldigung, wie haben Sie mich genannt? Entschuldigung, wie haben Sie mich genannt? Ich habe dich einen Pinkel genannt, weil du wirkst, als wärst du hier fehl am Platz. Und einen Kojoten nicht von einem Gürteltier unterscheiden könntest, soweit ich sehen kann. Ich mag nicht von hier sein, aber das gibt dir nicht das Recht, so mit mir zu sprechen. Wie? So respektlos. Yeah, und warum nicht? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Du siehst aus wie ein Fisch an Land. Ich vertraue dir nicht. Also hilfst du mir oder nicht? Sonst kannst du dir gleich wieder verziehen. Gut, ich helfe dir. Och nee, sag mir jetzt bitte nicht, das ist das gleiche Jagdsystem wie Midway Dynasty. Das war nämlich der einzige Kritikpunkt in Dynasty, der mich wirklich dazu gebracht hat, dass ich das Spiel nicht wieder anfasse. Pfeil und Bogen haben die Menschheit seit Anbeginn der Zeit begleitet. Du rüstest deinen Bogen aus. Du rüstest deinen Bogen auf die gleiche Weise, wie die Werkzeuge ausrüstest. Sobald du ein Lohnestil gefunden hast, halte rechte Maustaste gedrückt, um deinen Bogen zu spannen. Je länger du spannst, desto mehr Ausdauer wird verbraucht und desto weiter fliegt dein Pfeil. Lass rechten Mausbutton los, um zu schießen. Wahrscheinlich wirst du ein paar Mal daneben schießen, aber Übung macht den Meister. Und wenn du Talentpunkte für die entsprechenden Fertigkeiten am richtigen Fertigkeitsbaum ausgibst, wird alles noch meisterlicher. Ein Wort der Warnung. Nicht gleichzeitig rennen und schießen, sonst könnte dich ein Pfeil ins Knie treffen. Okay. Mein Mauspfeil ist verschwunden. Toll. Ah, grad so. Moment. Warte mal, wir müssen jetzt wirklich Einstellung einmal. Das ist ja übelst. Ist immer noch so laut, ne? Ganze Zeit über normale Lautstärke und dann plötzlich schon besser. Tut mir leid, falls jetzt jemand die Ohren weggeflogen sind. Das war so nicht beabsichtigt. So, Stick. Dann gucken wir mal. Wir haben 15 Pfeile und den Bogen. Den Bogen legen wir mal auf die 3. Sehr schön. Ich wollte jetzt nicht schießen, ich wollte nur das Zielen üben. Pfeile kriegen wir aber auch nicht wieder, ne? Oder? Was ist dein? Mö. Okay, wir probieren es einfach mal. Type to Karren. Ja, ich weiß. Ich würde es aber gerne mal probieren. Ruggel. Ja, das kennen wir ja schon. Wir haben nicht zufällig irgendwie... Okay. Der Sound hat anscheinend auch Probleme. Es hört sich gerade so an, als wenn die Fußspuren noch zu hören sind, obwohl man schon stehen bleibt. Ich sehe hier nicht ein Wildtier. Aber gut, wir gehen auch gleich wieder
Okay, ich bin anscheinend außerhalb der Spielwelt. Hier ist nichts. Okay. Wolltest du nur mal testen? Mit Jagen ist hier gerade nichts. Hier gibt's keine Wildtiere, zumindest aktuell nicht. Und ich will jetzt ungern das Pferd erschießen. Das könnte Ärger geben. Abgesehen, wo bin ich jetzt gelandet? Abgesehen davon. Da vorne ist die City, okay. Das ist wahrscheinlich so ein Jägerlager hier oder so. Ist das dann Wildtier? Nee, ne? Das ist eine Pflanze, ne? Ja. Gut, nehmen wir erstmal den Hammer in die Hand, damit wir nicht aussehen, jemanden erschießen. Wir laufen erstmal zurück, wir haben hier ja auch noch so ein bisschen was zu tun. Eigentlich interessiert mich auch die Jagd eher weniger. Was mich bei solchen Spielen eher interessiert, ist das Aufbauen. So, wir sind auf jeden Fall wieder in Taxi. Das merkt man an der völlig überlauten Musik. Wir sollen hier nämlich noch mit jemandem reden. Da. Alles klar. Ein Kind. Okay. Elizabeth Rich. Hey, little one. Everything I'm right. Alles klar. Mal wieder die Hälfte nicht übersetzt. Okay. Everything you say. Yes, yes, well. Was ist das denn? Wieso wird das Spiel als Deutsch angegeben, wenn nur die Hälfte übersetzt ist? Da hätte man vielleicht erst alles übersetzen sollen und vorher die Anzeige auf Englisch lassen. Okay. Ja, ach, das ist die mit den Schätzen, alles klar. Dein Schatz, ja. Jo, jo, wieso ist die denn eigentlich jetzt plötzlich hier? Die war doch vorhin noch bei der Lehrerin. Alles klar? Ja. Wir sollen mit Karin reden und nicht mit ihr. Aber wo ist Karin? Da irgendwo. Sie will ihren Schatz suchen. Ja. Was ist denn... Das ist die Kleine wieder, ja. Karin hat er mir eben hier auch irgendwo angezeigt. Mit dem hier haben wir auch schon geredet, dem Jäger. Ist Karin vielleicht das hier? Das wäre immer eine sehr männliche Karin. Ne, das ist Dr. Marian Worp. Alles ist klar. Okay, ich glaube, wir sind an dem Punkt des Spiels angekommen, wo die deutsche Übersetzung aufhört. Weiter sind sie wahrscheinlich noch nicht gekommen. Alles klar. Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt hier alles... Nee. Schließlich nur ein Test. Und ich muss dazu sagen, ich habe zwar bis jetzt noch nicht wirklich Bugs bemerkt, als großartig... Die Performance. Aber ich würde, glaube ich, schon eher dazu sagen, mit dem Spiel zu warten. Bis, naja, vielleicht nicht um den Inhalt. Ich glaube schon, dass es einiges machbar ist, bis die Performance ein bisschen verbessert wurde. Das zumindest, das wäre das Wichtigste. Das wäre wirklich das Wichtigste. Ich müsste aber auch hier hin. Das wäre die Hauptquest, ne? Das hier ist Karin, ne? Ja. Alles klar. Jo. Und ab hier ist auch nichts mehr übersetzt. Okay, auf jeden Fall ist sie die Händlerin. Da können wir die Agraven verkaufen. Sehr schön. Jo, sie gibt mir Dollar. Alles klar. Sehr schön. Jo, den wird noch fertig hier. Oh, that is wretched. Alles klar. Good money, jo. Gut, wir können bei ihr... Ja, ich weiß, das ist die Händler. Da wird nur erklärt, wie man verkauft. Das ist aber das gleiche wie Medieval Dynasty. Oh, guck mal, ein schöner Hundi. Allerdings können wir jetzt bei ihr auch nichts mehr machen. Reinkommen wir da auch nicht. Irgendwie sind die meisten Häuser nicht betretbar, wenn ich das mal so sagen darf. Da. Wir müssen da hinten hin. Talk to Mark Harrison.
Und Mark Harrison ist wahrscheinlich am Arsch der Welt. Aber ich glaube, das wird hier auch gleich dunkel. Bevor wir jetzt da hinten hinlatschen, möchte ich auch mal kurz, wir haben doch hier... Wo ist es denn? Dieses Dingsbums gefunden zum Schlafen, weil ich glaube, das wird gleich echt dunkel. Finde ich jetzt aber auch nicht wieder, ehrlich gesagt. Stoner, Campfire, ja gut. Falls uns kalt wird, haben wir Lagerfeuer einstecken, aber... Du hast eine Hut, Shirt, ja, Schuhe, Stick, Angraven, Planken. Das ist unser Dingsbums, Cowboy-Hut, den haben wir doch auf. Wir haben noch das Dingselbumse gefunden. Wo ist denn das geblieben? Zum Schlafen. Da haben wir nur das Rezept gelernt dafür. Nee. Das ist ein Esen. Nö, wir haben es komischerweise nicht mehr. Können wir das vielleicht bauen? Mal gucken. Sag mal, den Hammerweg. Macht er nicht? Dean, nimm mal die Axt in die Hand. Besser ist das. Ich will doch nur auf I, genau. Ofen, Survive. Da müsste es doch stehen. Tent, genau. Falle. Graven. Jojo, gut, Campfire. Den müssen wir doch bauen können. Ich war der Meinung, wir hatten einen. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, ob es gut ist, hier mitten auf dem Weg zu pennen. Wir gehen mal ein bisschen an die Seite, ne? Hier, so genau. Ich glaube, man kann auch gar nicht im Dorf, ne? So, dann müssen wir ja jetzt dorm wirs. So, den packen wir hin. Sleep. Das ist sehr schön. Wegen Performance und so, das müsste ja gleich Nacht werden. Warte, es ist mitten in der Nacht. Ich wollte bis zum Tag schlafen, Mensch. So, schon besser. Schon besser. So, auf jeden Fall ist er jetzt hier. Sieht fast so aus. Können wir den wieder mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal ausprobieren. Na, gib doch mal die Axt her. Nö. Ja gut, das Ding ist nicht teuer. Das Ding können wir jederzeit neu bauen. Ah gut, Durst hat ein bisschen. Naja, es geht aber noch. Es geht auch. Wir müssen Spaß haben umgehen. Unsere Vorräte sind begrenzt. Da müssen wir auch ein bisschen... Da hängen wir hier überall fies, Mensch. Für was ist er jetzt hier? Okay. Dann brauchen wir ihn ja gar nicht suchen gehen. Das ist sehr schön. Na du Schnösel. Jo, er ist Mr. Harrison. Können wir dir helfen? Karen schickt mich zu dir. Jo. Thank you. Okay. Es ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Da das Spiel wirklich aus Steam, wohlgemerkt, das kostet Normalpreis 25. Aktuell ist es gerade im Angebot für 20. Aber... Das ist aus Steam in Deutsch angegeben. Das ist dafür wirklich... Das finde ich schon ziemlich heftig. Eigentlich nur das Tutorial am Anfang in Deutsch ist. Ist das eigentlich ein Trauerspiel? Also... Ob man das noch schönreden kann? So, wie sollen wir mit Miss McCluskey reden? Wo ist denn McCluskey? Irgendwo am Arsch der Welt, Mensch. Was macht denn da hinten? Gut, wir sind früh am Tag, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir latschen doch mal hin. Gucken uns noch ein bisschen die Gegend um. Aber wie gesagt, es geht jetzt auch nicht darum, hier jetzt ernsthaft was aufzubauen, sondern ein bisschen auszuprobieren, zu testen. Sachen, die gut sind, natürlich auch gut zu sagen. Sachen, die halt ein bisschen nicht so toll sind, auch anzusprechen. Ich meine, gut, alles noch unfertig, alles noch mitten in der Entwicklung. Aber es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Es als Deutsch zu verkaufen, wenn eigentlich nur die erste halbe Stunde oder Stunde in Deutsch ist. Das ist natürlich nicht so toll. Und wenn sie einfach nur den Google-Übersetzer rüberlaufen lassen, ist es vielleicht nicht richtig übersetzt, aber es werden zumindest etwas übersetzt. So, aber googeln wir mal. Haben wir irgendwo wilde Tiere, die wir abfeiern? Wir hatten wilde Tiere.
Ich wollte das doch nur mal ausprobieren. Ich wette aber, das ist das gleiche wie Medieval Dynasty, ne? Der ist weg. Ja, wir können ja auch Bäume fällen. Wir könnten rein theoretisch auch selber jetzt anfangen, Häuser zu bauen. Ich glaube, das werden wir gleich auch einfach mal machen. Nur just for fun. Wegen dem Test. Das wäre zumindest sehr, sehr schön. Also entweder ist der gute Mann begraben. Oder soll ich hier stehen? Aber er steht nicht da. Alles klar. Ist es das Rambak oder was? Er soll genau hier stehen. Naja, nicht schlimm. Wir probieren einfach mal aus, ein Haus zu bauen, ob wir das überhaupt können. Gehen wir auf den Hammer. Ich will das Spiel ja testen. Bob uns hier, ja gut. Ist wahrscheinlich der schlechteste Standort, den man wählen kann, weil hier kein Wasser und nichts ist. Aber zum Testen geht das mal. City Production Warenhaus. Dann kommen wir mal aus City. Kleine Hütte. Production. Camp Utensilien. Gehen wir erstmal. Ah, wir müssen also ein Fundament bauen. Alles klar. Fangen wir mal klein an, ne? Floor 5x6 A, B. Okay, da brauchen wir erst die Blueprints für, die Baupläne. Kann not bald. Wir können hier nicht bauen. Hier können wir aber bauen, okay. Hier wieder nicht. Hier ja. Ja, was denn nun? So, das ist der Bauplan, ne? Holz, wir brauchen zwei Steine. Also wir haben zwei Steine, wir brauchen einen Stein und zwei Holz. Die haben wir doch. Denn... Alter, ist das ein Ruckler. Mein lieber Scholli, okay. Nur um ein Fundament aufzubauen. Okay, setz hin. Setz hin. Jetzt hier auch nochmal hin. Okay, baut er das jetzt? Sieht aber gerade nicht danach aus. Irgendwie. Und ja, ich kann hier die Sachen reinsetzen. Alles richtig, alles gut. Oder muss ich hier erstmal überall die Pläne hinsetzen? Weil die Materialien haben wir. Daran liegt das jetzt nicht. Mal abgesehen davon, wo ist denn die Tür? So, warte mal. Denn ich will ja auch eine Tür haben, ne, bevor ich hier das alles zubaue. Ach, die kann ich einfach mit E hinsetzen. Okay. Gehen wir einmal kurz. Ich kann gar nicht durchwühlen. Hier steht nix Modul mit H. Geht aber nicht. Hier kriegen wir gar nicht hin wegen Tür, ne? Ne? Okay, dann nehmen wir Hammer in die Hand. Hammer hatten wir noch in der Hand. Gut, hier können wir nichts mehr reinsetzen. Klar, weil vermutlich hier die Tür rein soll. Alles gut und schön. Aber bauen können wir hier irgendwie nichts. Ich kann auch nicht. Nö, Ersatz war H, next Modul geht nicht. Preview Modul geht genauso wenig. Und Akzept. Jo, da, gut. Da gehen wir halt wieder aus dem Baumodus raus. Wie gesagt, ich habe 3 Holz, 11 Stickies, wir brauchen jeweils ein. Also entweder ist es noch nicht freigeschaltet. Das wäre aber komisch. Müsste eigentlich. Geht aber ganz offensichtlich nicht. Und hier kommen wir nicht mehr durch. Okay, das ist jetzt. Ehrlich. Jo, ja, wie gesagt, Stones, Wunden, alles klar. Muss ich das jetzt darüber setzen oder? Ah. Nö, muss ich nicht. Das ist nur das, was wir schon mal da hatten.
Wie gesagt, im Medieval Dynasty musste man einfach mit dem Hammer gegenhauen, während man die Materialien im Inventar hatte. Ich meine, wir können ja jetzt mal testweise mal einen Baum fällen. Gucken, ob das wenigstens funktioniert. Aber das Bauen scheint irgendwie noch nicht so ganz zu gehen. Da hatte ich aber auch was gelesen aus Steam, dass wohl die Baupläne manchmal die Materialien nicht akzeptieren. Bei manchen geht's wohl, bei manchen nicht. Da ist wohl noch ein bisschen... Hier. So, hier nochmal. Aber man probiert halt alles aus, ne? Man probiert alles aus. Oh, können wir jetzt vielleicht... Gehen wir auf den Hammer? Er setzt die Baupläne nicht. Ich weiß nicht warum. Können wir da vielleicht mit der Axt nochmal was wegzimmern? Ne, ne? Nicht mal das geht. Okay. Das ist schon komisch, ne? So, warte mal. Wir gehen einmal da hinten hin. Wir probieren das nochmal aus woanders. Irgendwie setzt er die Baupläne nicht richtig. Jo, ich weiß, mein Freund, ich weiß. So, gehen wir nochmal auf den kleinen Flur. Wir nehmen natürlich wieder den kleinen. Den können wir hier zumindest setzen. Sehr schön. So, gut, das müsste nämlich eigentlich grün sein. Und das ist da vorne halt nicht passiert. So können wir das reinzimmern, ne? Ja. Und hier haben wir halt wieder das gleiche Problem, ne? Kann natürlich sein, dass ich da jetzt irgendwas... Aber wechseln können wir hier immer noch nicht. Nein. Nö, ist genau das gleiche. Mal gucken, setzen wir einfach mal alle voll. Vielleicht passiert ja denn was. Holzwand ist mir ja schon bewusst, aber irgendwie... Und hier, wegen Tür können wir hier wieder nicht reinsetzen. Alles klar. Das ist aber schon merkwürdig, ne? Warum kann ich die Wände denn nicht? Oder habe ich da vielleicht irgendwas übersehen, dass wir da irgendwie extra... Production? Nee, ne? Das sind alles nur Generalstore, Sheriff, Workshop. Man soll hier ein ganzes Städtchen aufbauen können. Alles gut. Schmied, ja. Tierfarm. Ne, das sind die einzelnen Arbeitsgerätschaften, Brunnen und sowas. Und hier? Das sind nur die verschiedenen Fundamentgrößen. Ich vermute mal, das ist aber nur eine Vermutung, dass die Wände noch gar nicht freigeschaltet sind. Dass wir sie so langsam, aber sicher... Alter, aber die Performance wird auch mal schlimmer. Freischalten müssten. Hier laufen wir erstmal in die City zurück. Wir sind hier am Arsch der Welt. Unser Guter, mit dem wir sprechen sollen, steht ja auch nicht da. Jetzt ist er anscheinend hinten in der City. Der portet sich hier durch die Gegend. Da kommen Freunde auf. So, Hunger und Durst gehält sich noch in Grenzen bei uns. Das ist ja wenigstens etwas. Gut, ich muss jetzt aber sagen, mein Gesamteindruck ist jetzt nicht so schlimm, wie aus Steam getan wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist noch viel, viel Arbeit nötig. Ja, ja, sehr, sehr viel Arbeit nötig. Gerade was die Performance betrifft. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel so schlecht ist, wie manchmal getan wird. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Klar, die Übersetzung ist noch nicht vollständig. Da wird aber mit Sicherheit beigegangen werden. Wie gesagt, Early Access... Performance-Probleme werden hoffentlich irgendwann in den Griff kriegen, eins nach dem anderen. So. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Bitte. Guck mal. Gut. Jo, Darling. Nee. Ja, Karin hat es genau. Karin kommt vorbei, ja. Wie gesagt. Okay. Sammel. Zeig dir mir das noch an. Da.
Wir sollen hier was sammeln. Und zwar hier. Da. Sehr schön. Toll to schön. Alles klar. Gut, das ist jetzt halt die Story hier. Mit den einzelnen Bewohnern reden. Mit den einzelnen Bewohnern die Aufgaben erfüllen. Aber dass das Bauen noch nicht so ganz funktioniert, das ist mir schon ein Rätsel. In Medieval Dynasty ging das so ziemlich von Anfang an. Vielleicht die ersten 10 Minuten, 15 Minuten ein bisschen quatschen und dann konntest du bauen. Denn hier ist es ja gleich. Bau dir dein eigenes Haus. Aber wie gesagt, mein Gesamteindruck ist gar nicht mal so verkehrt. Also klar, zu bemängeln hätte ich die Performance. Dass noch nicht alles übersetzt ist, obwohl es als Deutsch angegeben wird. Das ist natürlich ein bisschen doof gemacht. Dann hätte man vielleicht schreiben sollen, dass die teilweise übersetzt. Dann wüsste man zumindest Bescheid. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Spiel komplett auf Deutsch ist, weil als Deutsch angegeben war. Das ist natürlich nicht der Fall, aber das wird sicherlich noch kommen. Wie gesagt, Early Access, das gibt sich wieder. Kommt alles noch, das Spiel wird noch viele, viele Updates kriegen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, in welchen Intervallen die Updates kommen, aber es wird sich zum Besseren. Performance wird sich garantiert auch irgendwann im Laufe der Zeit zum Besseren verwandeln. Ich kann nur sagen, aktuell, im jetzigen Zustand, wie das ist, würde ich sagen, 5 von 10 Sternen. Das ist jetzt nicht so schlecht, es ist aber auch nicht so gut. Es ist ein gutes Mittelding aktuell. Ich würde eher sagen, wenn ihr auf solche Spiele steht, dann kauft euch lieber zurzeit Medieval Dynasty. Da habt ihr momentan wesentlich mehr von und wartet, bis das hier etwas weiter fortgeschritten ist in der Entwicklung. Dann kann das ja, glaube ich, ein ganz gutes Spiel werden. Würde ich jetzt sagen. Gut, dann soll es für heute jetzt aber auch gewesen sein. Wie gesagt, das soll kein Let's Play werden. Das war nur ein Test. Reingucken, reinschnuppern, wie das ganze Spiel abläuft. Ich muss sagen, die Kommentare aus Steam sind maßlos übertrieben. Aber es hat ja jeder auch eine andere Vorstellung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Leute nicht mehr den Unterschied zwischen Early Access und fertigen Vollpreistitel kennen. Die Leute erwarten ja beim Early Access schon, dass ein Spiel komplett fertig ist, was aber nicht der Fall ist. Early Access heißt halt unfertig, noch in Entwicklung. Und da kann sowas passieren. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, dann bedanke ich mich bei euch. Lasst gerne einen Kommentar da. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, ob das Spiel was werden könnte oder nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Aber schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüssi!